Nach einjähriger Bauzeit kicken Jugendliche wieder in der Faltorstraße 3 in Darmstadt. Das eingeschossige Bauwerk reiht sich mit seiner auffälligen Schildgiebelfassade in die typische kleinteilige Bebauung ein. Das Besondere bei diesem Jugendhaus ist die zentrale multifunktionale Halle, die teilbar und somit gleichzeitig für Bewegungsspiele und Gruppenarbeit sowie für größere Veranstaltungen nutzbar ist. Vor der Sanierung waren die verputzten Wände der Halle von Ballabdrücken übersät. Dieses gewachsene Muster wurde nun als Leitmotiv in einer ornamentalen Wandgrafik verarbeitet. Überraschend sind auch die Innenfenster mit farbigem Glas, die Durchblicke quer durch das gesamte Gebäude zulassen. Wir haben mit diesem Projekt gezeigt, dass es möglich ist, mit verhältnismäßig geringen Mitteln ein Jugendhaus zu realisieren mit hoher Qualität, von der Gesamtkonzeption bis ins Detail. Und das ist das Wichtigste dabei, Bauherr und Jugendliche zufriedenstellt. Und für unsere Arbeit sind wir auch ausgezeichnet worden mit dem Architekturpreis Vorbildliche Bauten in Hessen 2011.